Arbeiterkammer Niederösterreich-Mitarbeiter Michael Dunkel informierte in unserem Expertengespräch darüber, wie Gratis-Apps für Smartphones oder Tablets sehr oft zur Kostenfalle werden. Internet ist ja heute aus dem Leben nicht mehr wegzudenken. Wie viele Internetzugänge gibt es denn in Österreich überhaupt? Also in Österreich nutzen rund 6 Millionen Personen das Medium Internet, beispielsweise um E-Mails zu versenden oder Informationen abzurufen oder auch soziale Netzwerke zu nutzen. Jetzt ist ja der Hauptzugang zum Internet meistens von einem Computer aus. Jetzt gibt es aber auch die mobile Zugänglichkeit. Wie sieht es hier aus? Also über 50% der österreichischen Internetnutzer verwenden bereits einen mobilen Internetzugang, um also hier diese Internetdienste nutzen zu können. Und dabei gibt es also doch relativ oder kann es relativ viele Probleme geben, wenn ich beispielsweise nicht auf den geeigneten Tarif achte und mein Internetpaket zum Beispiel überschreite, können hier sehr hohe Kosten entstehen. In Niederösterreich haben wir beispielsweise bis zu 8.500 Euro hier an Handyrechnungen gehabt. Das war eine 16-Jährige, die also Internetpaket überschritten hat. Und genau deswegen ist es ganz wichtig, hier bereits beim Vertragsabschluss auf die geeigneten oder auf den geeigneten Tarif zu achten. Jetzt gibt es das Schlagwort Smartphones, vor allem mit den herunterladbaren Apps. Also bei Smartphones und auch Tablet-Computern, die ja immer mehr populär werden und sehr beliebt werden, nahezu kaum ein anderes Handy mehr auf dem Markt mehr verfügbar ist, außer Smartphones, ist es so, dass man diese durch Apps, also Anwendungsprogramme oder die Funktionalität dieser Handys erweitern kann. Und dabei sollte man schon sehr aufpassen, was man hier runterlädt. Es gibt über 500.000 Apps, je nachdem welches Betriebssystem man hier nutzt. Und hier gibt es kostenfreie und kostenpflichtige Apps. Und hier sollte man wirklich darauf achten, was man hier runterlädt. Hier sehen Sie einen Spritpreisfinder, der mir die billigste Tankstelle in der Umgebung zeigen soll. Und hier kommen Werbeeinblendungen, wie zum Beispiel diese hier. Und wenn ich dann hier drauf tippe auf diese Werbung, könnte ich jetzt hier noch einen Button namens Bestätigen klicken, der den Dienst dann bestellt. Nur wenn ich genau nachlese und nach unten scrolle, finde ich hier diese Preisinformation und sehe, dass es mit der Dienst eigentlich 5 Euro pro Woche kostet und meine Telefonnummer bei der Bestellung übertragen wird. Das heißt, ohne dass ich irgendwelche Daten von mir eingebe, wie eine Telefonnummer beispielsweise, wird mir dann der Dienst verrechnet. Sehr viele Apps, die sind nicht unbedingt für alle geeignet sind zum einen, zum anderen eine Vielzahl von Berechtigungen des Handys abverlangen, die für die Funktion der App überhaupt nicht notwendig ist. Ein Beispiel, ich lade mir eine Taschenlampe runter oder einen Taschenrechner zum Beispiel und die App möchte meinen Standort wissen, möchte auf mein Telefonbuch zugreifen, möchte SMS versenden können und ähnliches. Das sind typische Fälle, wo ich also eher die Finger davon lassen sollte.